Hallo und herzlich willkommen zur, wie soll ich das erklären? Die April-Verarsche von Mojang? Oder? Letztes Jahr war es 2D. Schade, kannst du aber bei mir auf dem Kanal gucken. Das heißt richtig Minecraft 2D? Fragezeichen. Das sieht aus wie so ein altes Mario-Spiel, kann man sagen. Hier ist jetzt aber das Besondere, nicht die Welt hat sich geändert, sondern Zusätze in der Welt haben sich geändert. Wenn man jetzt ins Kreativmenü geht und geht unter alles anzeigen, ist schon mal alles total durcheinander, was eigentlich nie ist, ist eigentlich immer zitiert. Das ist schon mal das Erste, was mir aufgefallen ist. Zusätzlich, oh Gott, mach mal, hast du deinen Computer laut oder was? Ich habe mich nämlich gerade doppelt. Ich habe alles auf. Ah, okay. Ich muss noch mal ganz kurz in Kreativ. Ich brauche nämlich noch was. Ah, klick mal auf. Weil ich will ja nur die Verarsche zeigen und nicht die Welt selber. Also die Welt selber ist mir ja jetzt gerade echt völlig egal. So. Soweit wie ich das verstanden habe, war es Neverportal und Endportal, ne? Nee, Neverportal. Nur Neverportal, okay. Da gibt es ja sowas Neues, das nennt sich Infinity Box of Infinity Box. Da brauchen wir das und das. Das reicht völlig aus, um das zu zeigen. Dann mache ich das so. Wieso nicht? Warte mal. Box. Wie sind die blau? Ich kann die nicht mehr aktivieren. Hä? Will mich verarschen? Moment, Leute. Ich muss das mal anders machen. Neu. Create. Das. Kreativ. Ich muss noch mal kurz eine neue Welt starten, weil irgendwas ging gerade schief. 3 Biome sollen entstanden sein dadurch. Diese wahrscheinlich oder sogar. Trotzdem blau. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich doch nur einmal die Möglichkeit, die ist es zu machen, oder? Ne, jetzt ist es. Da holen wir uns Man mal. kann auch nur ein Buch ins Portal geben, ne? Ja, aber ich kann Nur mehr. ein. Ich kann aber mehrere neue Portale machen. Es gibt nur drei neue Welten. Ja, das ist halt. Eins der neuen. Nee, das Ding kannst du nur finden. So, dann brauchen wir. Muss das ja Portal aktiviert sein, ja, ne? Das kann ich dir nicht sagen. So, so. Und dann. Oh ja! Da ist ein neues Portal. So, gehen wir mal durch. Oh, was haben wir hier? Oh Gott. Das ist ein Teil der Verarsche. Sieht geil aus. Aha. Woher wusstest du, dass du ein Buch reinschmeißen musst? Oh fuck. Vorher gelesen? Wo liest man sowas? Das ist ja alles Teppich, also. Hast du das gerade gesehen? Ja. Hier drinnen findet man eigentlich die Elytra. Und die fehlt natürlich. War ja klar. Hier noch mal so ein Buch. Was war das für ein Buch, was du reingemacht hast? Ein random Buch. Alter. Ja, so. Und was passiert, wenn ich hier durchgehe? Das ist nur jetzt so, das heißt, das ist nicht immer so. Wo bin ich denn jetzt? Sieht ja geil aus. Alter, was? Das ist eigentlich nicht so in Minecraft implementiert.
Das gibt's eigentlich gar nicht so in Minecraft. Das Witzige ist, die stecken da fucking scheiß Drecks viel Arbeit rein. Wenn man bedenkt, dass das nur ein Tag aktiv ist, ne? Genau, das ist nur heute so und ich nehme es auf. Dann gibt es mir Lehrer gleich, dann schieße ich es halt noch aus. Jo, Alter. Das funktioniert leider nicht, weil die Version verschwindet nach einer Weile. Ja. Ja, das ist wie gesagt nur heute. Und was sagt das mir eigentlich vom Biom? Was sagt das mir eigentlich, was das vom Biom ist? Scheiße, wo sehe ich denn die Biome? Warte. Biom Minecraft Savannah. Okay. Havanna Savannah. Ich glaube, das geht nur einmal pro Welt. Guck mal. Guck mal, ich zeig dir mal was. Das ist die April-Verarsche von Minecraft. Eine neue Version. Aber nur heute. Ich will ja auch. Kannst du doch tun. Ich gebe sie dir Ja, dann. aber ich kann ja nicht. Ich muss gleich hier die Scheißaufgaben machen. Robert zeigt dir das dann, okay? Das ist genau an dieser Stelle aus. Ja. Alter, aber ich kann auch gerade nicht hier raus. Also mach mal. Warte mal. Geh am Ruhe. Arsch. Game Rule K Inventory Crew slash Kill Chip. Da lande ich wieder in der normalen Welt drüben. Hier habe ich das eine Portal. Dann tun wir hier gleich das Portal schließen. Tun das weg. Tun das drauf. Schmeißen das nächste Buch. Drück bitte einmal F3. Jo. Ne, da lande ich wieder hier. Ich glaube, also ich kriege nur eine Dimension. Es gibt aber drei Biome, aber wie das dann ist, weiß ich nicht. Ach so, eine Dimension, drei Biome. Ach so, das weiß ich nicht. Ich verstehe, hier ist das andere Biom. Nein, war ich nicht. Jetzt nehme ich diese. Oh, Alter, ich weg. Das sind unsichtbare Blöcke. Warte, ich mach's auch noch. Geh am Mode. Was zum gefickten Eichhörnchen? Alter, ist denn Mojang mal total bekloppt? Ja. Also ich will mal ernsthaft sagen, ne, das letzte war ja schon extrem, ne? Aber diese Nummer hier, die ist ja noch ein Stück krasser, ne?
Und das Witzige ist, das ist noch so ein ganz kleiner Fleck, der so bearbeitet ist, ne? Ja, siehst du, sie fliegt schon rundherum. Das ist nicht allzu viel bearbeitetes und zur Verfügung gestelltes. Aber es ist trotzdem eindrucksvoll genug für eine Verarsche. Hier siehst du auch, dass genau an der Stelle die Verarsche zu Ende ist. Weil das weil dieses Boot einfach mal in der Mitte zerteilt ist. Ja. Das ist ja auch wieder eine Verarsche, so ein genau halbiertes Boot. Ja, ich weiß, das mache ich gleich, warte. Ich will mal ganz kurz gucken. Oh Gott, da hinten ist der nächste. Uff. Hier sind einfach mal 100.000 Betten. Ich will. Boah, das sieht geil aus, wenn du so durchraderst. Überall irgendwas, das ist ja das Witzige. Weil die das Witzige ist daran, es geht echt bis unter die Erde, bis zum Bedrock. Jetzt bin ich beim Bedrock fast. So, jetzt bin ich auf dem Bedrock. Selbst der Bedrock ist dagegen ausgetauscht. Alter, die haben wir einer der Klatsche. Ah, das ist schon heftigst. Ja, das ist. Was sag ich doch? Ja, das ist ein geschriebener Command, dass das so wird. Aber das ist schon brutalst. Das ist schon übel, oder? Das ist eine lustige Verarsche, aber ich wäre nie im Leben da drauf gekommen, wenn ich das nicht in der Wiki nachgeschaut habe, was das ist. Weißt du? Und wie ich da hinkomme, wäre ich nie drauf gekommen. Die hätten das ruhig so machen können, dass in der Startchest, wenn man einen auswählt, wenn man sie nicht macht, hat man es halt Pech, halt erklärt wird, ja, mach das so und so und du bekommst das so und so. Guck mal, wir haben Spawner. Weißt du? Das ist schon extrem. Bei das Boot. Aber was mich ein bisschen mattert ist, dass sie die Elytras hier weggelassen haben. Finde ich gemein. Das hätten sie ruhig mit reinmachen können. Wenn sie schon das Endschiff da reinmachen können, so auch ruhig hier das, wie heißt die gleich nochmal? Die eine Ding da mit reinmachen. Aber das sieht schon geil aus, also. Kann man nicht sagen. Ja, das wäre eigentlich die Verarsche schon gewesen. Jetzt machen wir noch Schnarke sei Wunsch. Besuchen uns mal ein paar Ecken mit den Chests und dann tun wir mal ein paar Chests öffnen. Ne? Hier ist eine Chest. Da ist gar nichts drin. Ich glaube, die Spinne ist was falsch, war. Die ist nicht blau, die ist so grün. Ja doch, das sind die Stadtchests. Es gibt eine Treppe. Ja. Netherite Block. Oder eine Treppenvariante für den Netherite Block. Aha. Ah, was Neues.
Wie löse ich den aus? Slash set block. Und die ID lautet? Warte, set block ID? Minecraft Doppelpunkt. Ja? ANT. ANT. So, ja. Hier fehlt das Slash. Nee. Das da. Ja. Simuliert Langtons Ameise. Wenn es auf schwarzen oder weißen Beton gelegt wird, bewegt es sich in einem deterministischen Muster und verwandelt den darunterliegenden Beton in eine andere Variante. Ah, okay. Okay, dann machen wir es nochmal anders. Hier. So, also der Beton darunter. Schwarz oder weiß. Schwarz oder weiß, okay. Das war konkret, ne? Ja. Konkret. Weiß oder schwarz? Ihr hört im Hintergrund mit. Senior versucht es mir gerade beizubringen, was mit diesem Portal funktioniert. Mit dem Zeug, was da reinkam. Aha, das funktioniert also gerade nicht. Der tauscht mir das immer da aus. Nimm doch die Höhe einfach nur eins mehr. Hab ich doch schon. Nee. Na, machen wir es einfach so. Kopiert mir die Sterne. Nicht beschrieben. Jetzt kopiert. Ah. War's schon. Wenn ich das jetzt wegmache, mache wieder an dieselbe Stelle einen Block. Das ändert nur die Farbe. Ja, das ist ja auch beschiss. Okay, was noch? Dann haben wir hier noch einen Cursor-Block. Der Cursor-Block ist ein Block mit einer animierten Textur, die jede Sekunde ihre Farbe ändert und zwischen grün und schwarz wechselt. Es heißt Cursor im Spiel und hat eine Namespace-ID von Minecraft Doppelpunkt Cursor. Wie wird das geschrieben? Minecraft Doppelpunkt? Habe ich schon. C-U. R-S. Ich hab's Cursor. Ach, das ja. Der Cursor-Block gibt ein Steingeräusch von sich, wenn der Block platziert oder gebrochen wird. Der Block hat keine bekannte Verwendung im Spiel und es gibt kein Handwerksrezept dafür. Ich hab. Wechselt nur seine Form. Okay, was gibt's noch? Dann haben wir hier einen Fortschritt. Hast du eine gebrochen? Nein. Egal. Ich vergesse. Fortschritte. Ist nur einer. Du bist fast da, heißt das. Erreicht nach dem Besuch einer Milliarde der Dimensionen. Eine Milliarde der Dimensionen? Ich weiß nicht, was das heißen soll. Ah. Ich weiß schon. TB. Wie viele Nullen hat eine Milliarde? 9. Echt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geht nicht. So, jetzt.
Erstmal die Zahl. Ja. Nimm mal den Sinus an und TP weg. Ja. Und mach hinter den Slash mal Warp. W-A-R-P. W. A. Ich hab wirklich keinen Bock mehr. Ich hab ein paar Weiß gelassen. Ja. Okay. Oh fuck. Ich hab noch eine neue. Oh Gott. Du Scheiße, ich krieg Ohrenkrebs. Nee, ich hab das nicht. Oh Gott. Wenn du eine Zeichenfolge oder eine Zahl beliebig eingibst, kommst du in eine zufällig generierte Dimension. Was ist das denn? Ist es immer noch dieser neue Mod? Nee, nicht mehr. Ich will es jetzt sagen. Ein Robot, soweit ich weiß. Das ist Papier? Aha. Ich kann ja hier gucken. Echt ganz schön. Das ist das. Was sind denn die Kisten? Das sind Startchests. So viele? Also, was ist denn da drin? Oh. Geil, rausnehmen, nie mehr farmen. Hol ihn gerne rüber. Das ist auch ein neuer Block. Nee, das ist. Ja, ich bin auch noch gar nicht so weit fertig. Ach, das ist poliertes Antisid. Das sieht nur anders aus. Okay, ja. Weiter geht's. Sprich. Sprich. Ja, warte doch mal. Ja, ja, ist das so. Sprich, ich bin bereit. Ich hab gekommen. Nachtisch. Gleich. Biome. In den neuen Dimensionen wird ein Buch mit dem Titel Orders, dessen Autor Deep Lore ist, in den Thron sein. Es enthält einen der folgenden Beispieltexte. Verschleierung verstärken, Verschleierung erfassen, finden Verschleierung. Ich weiß nicht, was es sein soll. Also muss ich jetzt ins End. Alter, was will ich denn mit so viel Startchests? Alter, sind das ein Haufen Dias. Heiliger Bimbam. Okay, da werde ich also jetzt ins End flötteln oder was? Okay. Geh mal in die richtige Welt, wenn du dann so weit bist. Und bin ich. Du nimmst jetzt einen Schwamm. Und steckst es in ein Buch. In ein Buch. Ja, probier mal, ob das so funzt. Ein Buch, ein ganz normales Buch. Hier steht Buch. Was? Buch. Hab schon. Wenn Sie Schwamm in ein Buch stecken, steht hier. Stimmt, in dem Buch egal. Was? Oder in eins dieser Spezialbücher. Das kann so sein. Ne, das ist es nicht. Das vielleicht. Ne. Das. Das. Ne. Das. Ne. Wo bin ich? Kommt eine Schwammdimension. Klar, dass du jetzt schon wieder guckst, Mensch. Aber das geht doch wie nicht.
Mit Autoklicker draufklicken. Ach ja, guck mal, es gibt 4 verschiedene Schachteln mit Büchern. Ja. Ich weiß, es gibt jede Farbe von den Büchern. Wieso haben die alle unterschiedliche Dinger drin? Nein, hier die Bücherregale, die du vorhin hingestellt hast, gibt es 4 unterschiedliche Farben von. Gelb, blau, rot, grün. Ja, gibt es auch jedes Mal ein anderes Buch. Ja. Aha, also muss ich die jedes Mal in ein Neverportal schießen. Anscheinend ja. Achso, man sollte noch anbrennen, ne? Wenn Sie identische Bücher in verschiedene Netherportale werfen, wird das Netherportal so geändert, dass Sie in dieselbe Dimension gelangen. Also bringt es nichts, wenn du das eine und das gleiche Buch in verschiedene Portale wirfst. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ist never mal ganz anders. Nein, das ist alles Fire Coal Block. Alter. Alter, was ist das? Vom Block. Das ist Yellow Concrete. Warum ist das dann hier rot? Sand. Alter, was ist denn das für eine komische Struktur? Alter. Ach. Du musst ein beschreibbares Buch Schwamm reinschreiben und das signieren. Und das dann ins Portal schmeißen oder was? Ja, und davon gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Varianten. Warte mal, das Blaue habe ich, das Grüne habe ich, was habe ich? Nee, weiß ich, will mich das verarschen. Warte mal, hau ab. Grün, grün, blau, gelb, rot, genau. Nehme ich mir erst einmal das so gute, das rote. Erstmal Stück für Stück die ganzen Portale bauen. Dann wir die erstmal alle sehen, okay? Ah, das ist das. Und dann fehlt mir echt nur noch der. Nein. Bald. Genau, dann fehlt mir nur noch das. Schön, aber es gehört gerade nicht ins Spiel, du. Und das. Das sind dann die 4 Portale, ne? Okay. Das ist verkorkstes End. Mit Leffenstoff. Hart. Was? Dead. Horn. Korallblock. Building Block. Alter. Was ist los? Alter Schalter. Ich glaube, ich kriege einen Anfall. Scheiße. Okay, gut, dann haben wir die Dimension auch gesehen. Ist auch eindrucksvoll. Oder? Das ist echt umständlich. Da kommst du eigentlich ohne Wiki gar nicht drauf. Okay, dann haben wir die. Dann kommt die letzte Dimension. Oh fuck, was ist hier kaputt? Oh.
Ah, hier gibt es auch noch solche Blöcke in anderen Farben. Was ist denn das? Ach, das ist dieser Block da. Oh Gott. Oh, oh, mein PC, der macht nicht mit. Jetzt. Aber hier an und irgendwas fällt. Das ist das Problem. Die haben die Welt Bibel generiert. Okay. Hier ist Wasser mit. Okay. Was ist das eigentlich? Ah, Obsidian. Aha. Hier ist Lava. Unternehmen ist Wasser und 100. Ah, jetzt weiß ich, warum zerleckt wie Sau. Weil hier 100.000 Kabels vom Himmel gefallen sind und alle ins Wasser und das leckt jetzt wie Schwein. Weil die erstmal. Ja, okay. Die alle runter. Mir sieht aus, als wäre das nicht viel Lehmwasser und nicht erst. Das wäre das Wasser. Also das hier ist passiert. Das bringt natürlich dann auch der ganze Scheiß zum Lecken. Alles klar. Okay. Also muss ich jetzt Buch und da Schwarm reinschreiben und das dann ins End. Ins Ding schmeißen. Auf Englisch oder auf Deutsch? Ja, das weiß ich ja eben nicht. Na, ich denke mal auf Englisch, weil du ein englisches Spiel halt gerade hast. Okay. Schreibbares Buch habe ich. Also hier steht. Ein S-Bunch, ne? Also es sind Easter Eggs. Ja, ja, SP. SPO. GE. GE. Und das. Ja. Von der möglichen Dimension haben sich einige als ziemlich cooler Easter Eggs rausgestellt. Schreiben Sie die bereitgestellten Zeichenfolge in ein Buch und eine Feder. Signieren Sie sie mit dem gewünschten Titel und werfen Sie in ein beliebiges Unterportal. Um ein Portal mit der beschriebenen Dimension zu erhalten. Ja, genau. Schwamm. Hm. Also Sponge. Und das muss ich jetzt zeigen. Ja. Da ist ja was ganz Neues rausgekommen. Hm? Ja, eigentlich sollte da das Mega-Sponge-Ding rauskommen. Kann sein, dass ich den Namen vielleicht des Eigennamen Sponge machen muss. Da stand ein beliebiger Titel. Oh, ich hab auch was Beliebiges. Ja, stimmt. Aber da heißt beliebiger Titel. Okay, ist eigentlich die Hölle gleich geblieben? Ja, die Hölle ist noch die Hölle. Alles klar. Buck. So, nochmal. Sponge. S P O O N G E. Reingeben, okay. S P S P O N G E. Na? Sieht das jetzt anders aus?
das von den ganzen anderen Portalen? Nee, du warst doch eben, hast doch eben schon mal ein Buch reingeschmissen. Ja, aber das ist wieder dieselbe Dimension. Ja, komisch. Ist auch jetzt dasselbe Portal geworden. Dann geht das mit der spanischen Dimension nicht. Eigentlich gibt es eine Spanisch, aber irgendwie geht die nicht. Da gibt es noch mehr, ne? Ja, warte. Book. Hier steht Diamant, bitte. Diamond, please. Du kannst es auch Englisch machen. Rechtsklick und dann Original, glaube ich. Und wenn es da nicht geht, musst du es oben machen. Ja? Das ist richtig, ja, Diamond, please. D-I-A. Die Frage ist groß oder klein geschrieben. Ach, warte mal, also hier steht jedes Mal hier so die Hasenohren davor. Welche Hasen? Na, hier die Striche. Die Anführungsstriche. Ja, aber jeweils oben, aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur hier steht. Ja, ich kann ja nochmal probieren, warte mal. S, P, O, N, G, E und dann wieder diese Striche oben. Ja, schreib das aber mal klein. Warte. So. Mhm. Das ist auf jeden Fall nicht gespawnt. Irgendwie kann ich jedes Mal eine neue Dimension damit kreieren. Egal, was ich da reinschreibe. Ja, aber eigentlich sollte es ja so gehen, weil sonst das ja, hätten sie es nicht schreiben brauchen. Wer braucht denn zur Hölle so viel Blumentöpfe? Starker, brauchst du Blumen? Ja, und die Treppe aber auch. Aha. Okay. Probier mal was aus gerade, ne? Book sein. Sein. F. So. Ich brauche ein neues Portal hier. Das ist ja schon alles überflutet hier. Mit Portalen. Das hätte ich nie im Leben im Survival zusammensetzen können. Das ist ja bloß eine Demonstrationsgeschichte gerade, ne? Ach du Gott. Also random eintippen, ich habe was Neues rausgekriegt. Also ist das scheißegal, was man eingibt, eigentlich letztendlich. Man kann immer wieder was Neues ausschalten. Versuch mal das mit Diamond, please. Wenn ich schaffe, zum Portal zurückzukommen. Das müsste irgendwo hier unten sein. Ich ahne, was rauskommt. Okay. Wir haben ja schon eine Menge Portale erzeugt. An alle Panikeinkäufer, bitte versucht euch ausreichend mit Kondomen. Ja, bitte versucht euch ausreichend mit Kondomen, nicht, dass noch mehr Idioten in die Welt gesetzt werden. Der ist gut, ey. Und das ist meine Aufnahme. Jawohl. Ja, noch so, umso besser. Okay, mit Anführungsstriche. D-I A-M A O-N-D O-N-D Das ist ein P-L Hä? P P-L E-A E-A ja. S-E S-E Oder oben. Kannst du das irgendwie kopieren? Nein. Dann tust du aber genauso sein. Probier es einfach mal. D I A M O N D P E A S E
SE. Oben. Wir oder was? Ja, was denn? Okay. Das sollte eigentlich ein Biom hellgraues Glas, Netherite Block und Diamantblöcke. Wie haben die das geschafft? Dieses. Das ist doch nur bunt gemacht. Ja, wenn ich das Inventar nehme, ist das immer noch dasselbe. Hm. Das ist ein random Buch. Da hat darüber auch was gelegen. Das sind zwei random Bücher, die können wir ja gleich mal machen. Okay. Sei auf leiser, du Pfosten. So. Oh. Oh, ha. Das hat ja nur diese Holz. Mach das. Wer rein so will auf den Kanal mitschaut, Abo da lassen. Ja, aber das Problem ist, es ist eine Aufnahme. Oh Gott, was ist das? Oh Scheiße. Selbst sogar die Viecher haben andere Farben. Ja, es gibt zufällige Mobs, wie zum Beispiel Riesen und Vigilist. Keine Ahnung, was für hier sind. Hat haben auch eine zufällige Geschwindigkeit von Tag- und Nachtzyklus und zufällige Strukturen. Ah. Dann mach ich jetzt hier wieder zu, ne? Ja. Also auf alle Fälle, diese Welt wird, also diese Version wird wahrscheinlich etwas länger als 1. April verfügbar sein. Denke ich mal, weil die letzte Version war fast noch eine Woche nach April verfügbar. Ich würde sagen, probiert's aus. Es ist lustig, würde ich sagen, oder? Was sagst du, Schnorchel? Kannst du. Das ist nur, wenn die Kabels runterfallen. Wie gesagt, ich kann versuchen, die Welt irgendwie zu saven, die Version. Ich kann die, glaube ich, als Serverversion runterladen. Ja, ja, ich bin gerade in einer normalen Welt. In einer normalen Welt auf meinem Computer hier, ganz völlig normal. Ich kann gucken, ob ich die als Serverversion runterladen kann. Und dann müsste man die nur noch auf dem Computer versuchen zu saven, die Version. Ich könnte die direkt auf den Server laden, aber das wäre ja ein bisschen blöd. Das wäre echt blöd, weil vor allem. Ja, das ist jetzt eine Woche drauf, dann wird es vielleicht. Nein, darum. Nein, das wäre ja nur das ist der Spaß, mal zusammen hier durchzuflucken. Also egal. Ich wollte das noch zeigen. Wie gesagt, guckt bei mir auf dem Kanal vorbei vom letzten Jahr, 1. April. Das war sogar nicht am 1. April gemacht, das war glaube ich am 2. April aufgenommen. Ich habe zu spät gesehen. Ja, ich habe zu spät mitgekriegt. Also ich habe es zuerst bei Spark Phoenix gesehen, denn er hat das nämlich gezeigt.
Der wird es auch mit Sicherheit heute wieder rausschmeißen. Also er ist nicht schon da. Ja. Er wird das besser erklären als ich. Ich sag mal so, wenn ihr es ganz genau wissen wollt, wie man was macht, guckt bei ihm vorbei, denn der kann es immer besser als ich. Ich habe das jetzt noch aus Spaß gemacht. Stimmt's? Und wir haben viele bunte Portale erzeugt, wir haben verschiedenen Scheiß erzeugt, wir haben viel geschafft, viele Dimensionen erreicht, viele Dimensionen erstellt. Und jede Dimension sieht immer irgendwie. Ja, und diese Dimensionen sehen auch immer irgendwie alle anders aus, außer die aus den Büchern kommen, diese Standard-Dimensionen sehen immer gleich aus. Aber sonst sehen die alle anders aus. Wenn ich jetzt hier reingehe, sind doch hier diese großen fliegenden Schiffe. Dann gehe ich hier rein in das Schiff, hol mir das Buch raus, hol mir hier das Buch raus, gehe wieder zurück und erzeuge da nochmal ein Portal, dann müsste das eigentlich auch anders werden. Theoretisch, als die anderen. Also ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr genau, ne? Ja. Aber es gibt über 1 Million unterschiedliche Generationen. Ja, da weiß man Bescheid. Jupp, instant. Ich habe eine andere Dimension erreicht. Oh, fuck. Ach du Scheiße, das ist alles aus Glas. Und aus Wolle. Oder ist es Konfi? Alter. Heftig, das ist die geilste Dimension bis jetzt, finde ich. Gefällt mir. Erinnert mich irgendwie an den DOS. Alter, was? Total, ist einfach so. Also, es kommt jetzt mal irgendwie was anderes zustande. Ja, wie man schon gehört hat, bis man die ganzen Dimensionen durch hat, es dauert eine Weile, denn das sind 1 Million Dimensionen. Über 1 Million Dimensionen. Bis man die alle mal durchgerockt hat, das dauert ewig. Die. Warum denkst du wohl, warum jetzt ein paar Tage lang kein Snapshot mehr kam? Da hast du deine Antwort. Doch, die kommen relativ häufig. Baumblock, der grün ist, aha. Ja, oh. Ja, nö, ne? Ist ja klar. Ja, nie. Das könnte stundenlang weiter aufnehmen, das Ding, ne? Alter, das wird ein Zehnteiler, aber nein, wir sind ja schon bei fast einer Stunde. Scheiße, wir sollten das auch mal beenden, wa? Na gut, ich sag mal so, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Jahr April sind wir wieder am Start. Wieder am Chisel. Oh. Ja, ausnahmsweise. Normalerweise darf ich gar keiner leiden. Guck mal, ich baue einen und denselben Block hin und ich baue immer eine andere Farbe. Das ist auch cool. Ich baue einen und denselben Block hin und baue eine andere Farbe. Das ist eine krasse Welt, also eine richtige Glitch-Welt. Weiß ich nicht. Ist Boogie. Wir sagen trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns Kommentare, Abos und Likes da. Ich hoffe, es hat soweit gefallen. Für genauere Informationen schaut bei Mojang auf die Seite dafür, wo die das schreiben, wie was läuft. Die Wiki. Xenogirl wird den Link bestimmt runterstellen. Wenn du es nicht verlierst. Wiki? Ja. Und damit sind wir raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. Ciao. Tschüss.